Also, ich habe nochmal die Steigerungspunkte verteilt und jetzt werden wir gehen und die Fallen entschärfen. Die erste Falle liegt hier irgendwo auf der Lichtung, glaube ich. Ja, genau, hier. Sollten wir auch mal lieber diese Quest markieren, dass die Fragezeichen, die richtigen Fragezeichen rot sind. Mal kurz im Tagebuch lesen. Also, der Wald ist voller Fallen für den Blutwolf. Ich soll die Fallen entschärfen, damit keine Waldtiere sich darin verfangen. Außerdem soll ich das tun, was die Fallen nicht schaffen können. Einen kranken Blutwolf erlegen. Eine sehr gefährliche Bestie, an der selbst Laurelin gescheitert ist. Und ja, wir sollen die Fallen entschärfen und den Blutwolf jagen. Der kranke Blutwolf lauert irgendwo in den Wäldern und ich muss ihn stellen und töten. Die Fallensteller werden ihre Fallen nicht wahllos gestellt haben, sondern wahrscheinlich dort, wo der Wolf öfters gesehen wurde. Wenn ich den Fallen folge, komme ich vielleicht auf die Spur des Tieres. Ja, das machen wir dann, aber vorher mache ich schnell einen Quicksave. So, Entschuldigung für den kleinen Schnitt, aber mir ist jetzt gerade mittendrin Drackensang abgestürzt. Ich hoffe, dass ich jetzt die Aufnahme hier so weitermachen kann. Also, wo waren wir? Ja, jetzt müssen wir die Fallen für entschärfen, die die Fallensteller für den Blutwolf gelegt haben, aber in die leider nur unschuldige Tiere reintreten. So, die erste haben wir. Jetzt geht's über die Brücke weiter. Auf der Brücke sitzt ein Angler mitten im Wald. Der ist entweder mutig oder er kennt sich aus. Und hat nicht mal eine Angelschnur wirklich. Die geht gerade mal bis zum Ende seiner Angel und dann geht sie irgendwo weiter, aber egal. So, da ist die nächste Falle, die wir entschärfen müssen. Und das haben wir auch geschafft. Oh. Peter Kronwein! Das sind unsere Fallen! Na, warte, wenn du was auf die Nase willst, kannst du das gerne haben. Gucken wir erst einmal, ob wir unsere Kraft, Macht der Natur nochmal einsetzen können. Wow. Also ihn auf den Boden schmeißen haben wir gut hingekriegt damit. Ein Blitzdichtwind und ein Plurumbarum hinterher. So, weiter auf ihn einhauen. Guter Treffer. Null Schaden und er macht bei uns 10. Da hat sich der gute Treffer wohl gerecht. Unser Dachs kann sich währenddessen nicht entscheiden, wen er angreifen soll. Wir hingegen schon. Wir greifen weiter den an, auch wenn er sich ziemlich schnell heilt. Wir wieder einen Blitzdichtwind oder ein Plurumbarum auf ihn werfen. Schon gut, tu uns nichts. Wir wollten doch nur den Wolf fangen. Nichts wie weg hier. Und jetzt rennen sie weg wie Feiglinge in Richtung Burg oder was auch immer das sein soll. Naja, soll mir recht sein. Muss ich sie wenigstens nicht töten, auch wenn sie ziemlich mürrisch waren. Nun gut, entschärfen wir den über ihre Fallen weiter, als sich um sie selber zu scheren. Autsch. Na gut, oder wir lösen die Falle aus und tun uns selber weh. Und da vorne steht jemand, mal sehen, wer das ist. Diese elenden Mistviecher. Sie hat auf jeden Fall gerade Wölfe getötet. Bei allen Göttern. Was für ein Blutbad. Uah! Bei Hesinde, wo kommt ihr denn plötzlich her? Um ein Haar hätte ich euch in Holzkohle verwandelt. Also sie schreit schon mal wie eine Irre. Da können wir ja froh sein, dass sie uns nicht in Holzkohle verwandelt hat. Aber dafür hat sie mit dem Blutbad recht hier. Diese Leichen hier, sie weisen offensichtlich Bissfunden auf. Das könnte auf den Blutwolf schließen. Wisst ihr, wer diese Leute waren? Das habe ich mich auch schon gefragt. Sehen mir etwas zwielichtig aus. Vielleicht Schmuggler. Aber deswegen bin ich nicht hier. Weswegen bist du dann hier? Naja, bevor wir hier die Frage stellen können, rückt erstmal unser Geod nicht in den Mittelpunkt. Wir sollten diese Leute bestatten. Dafür ist jetzt keine Zeit. Hier treibt ein kranker Wolf sein Unwesen.
Ich bin hier, um dieses Untier zur Strecke zu bringen. Und wie man an den Leichen hier sehen kann, dürfte das Biest nicht weit sein. Das klingt ungut. Aber wir sind ja auch hinter dem Wolf her. Wir wollen den Wald von ihm befreien. Und wenn man vom Teufel spricht, kommt er auch noch. Der sieht schon ziemlich beängstigend aus mit seinen roten Augen. Fast wie ein Höllenhund. Und jault uns zu. Dann habt ihr jetzt die Gelegenheit dazu. Rennt um euer Leben oder kämpft darum. Ah, wir versuchen es mit Kämpfen. Ah, der hat ja ein ganzes Rudel. Heiß ich. Blitzdichfind. Geben wir ihm erst einmal einen Blitzdichfind. Und einen Plurumbarum. Während sie sich um die anderen Wölfe kümmert. Und mein Dachs sich nicht entscheiden kann, wen er angreifen soll. Fulminictus. Gleich einen neuen Blitzdichtwind hinterher. Den immer schön niedrig halten, den Kerl, dass er uns nicht so oft trifft. Und auch gleich wieder den Plurumbarum erneuern. Und einen neuen Blitzdichtwind. Ja, zum Zuhauen kommen wir ja nicht oft. Wir sollten uns gleich mal heilen, aber so gewinnt wir wenigstens Zeit, bis die Magierin die anderen Wölfe platt gemacht hat. Mann, bin ich froh, wenn ich eine Armbrust habe. Ach gut, wir haben ihn platt gemacht. Danke für die Hilfe. Ich bin ehrlich gesagt wirklich froh, dass ihr dabei wart. Der Blutwolf war bedrohlicher, als ich gedacht hatte. Ja, das war uns ein Vergnügen, euch zu helfen. Aber wer seid ihr eigentlich? Und warum habt ihr diese Kreatur gejagt? Das Blut dieser erkrankten Kreatur ist ein wichtiger Bestandteil magischer Experimente. Aber ohne euch zu nahe treten zu wollen, ich vermute, ihr würdet die Details nicht verstehen. Weil wir ein Zwerg sind oder was? Ich bin Geode. Und Alchemie wollte ich eigentlich auch sowieso lernen. Das kommt nämlich ziemlich nützlich in dem Spiel. Wie ihr meint, nun, was machen wir mit diesen Kerlen? Vielleicht sollten wir erst einmal mehr über sie herausfinden. Mal schauen, was sie so dabei haben. Ich bin eigentlich nicht so fürs Leichenfledeln, aber gut, vielleicht finden wir etwas Interessantes. Vor allem, wenn es wirklich Schmuggler waren. Exotische Speisen und Dinge. Und ein Schriftstück. Mal sehen. Mit einem SB unterzeichnet. Kein arkaner Text, keine alchemistische Rezeptur, wie langweilig. Können wir das Schriftstück trotzdem haben? Findet ihr? Nun, hier habt ihr den Brief. Ich muss nun schnell zurück zu meinem Meister. Gehabt euch wohl und noch einmal vielen Dank. Und wer ist dein Meister? Jetzt haut sie einfach ab. Na gut. Müssen wir uns alleine um die Schererei hier kümmern. Erst einmal die Wölfe. Wir mussten sie ja leider töten. Aber sie soll nicht umsonst gestorben sein. Wir wollen wenigstens noch etwas mit ihren Überresten anfangen. Wir können ja mal versuchen, einen zu häuten, auch wenn ich glaube, dass das nicht besonders gut klappt. Naja, Fehlschlag. Ach, aber den Blutwolf, den will ich wenigstens versuchen zu häuten. Und wir kriegen Lederbänder und Fellfetzen, sehr schön. Dann entschärfen wir jetzt erst einmal die Falle hier oben. Oder treten einfach rein, so kann man es auch machen. Wir kümmern uns dann mal um die armen Menschen hier. Erst einmal sollten wir gucken, was wir nicht unbedingt mit ihnen vergraben sollten. Zum Beispiel das Geld, das wir erstens selber gebrauchen können und zweitens, was den Boden vergiftet, genauso wie der Silberring. Ein Geweihhelm, das ist für uns als Geode widerwärtig. Und deswegen sollten wir ihn auch nicht unbedingt vergraben, sondern irgendwo entsorgen, wo er niemanden stört. Genauso wie das Salbenfett und das Silber und die Schleifsteine. Dasselbe machen wir jetzt mit dem anderen, bevor wir ihn vergraben. Den ersten haben wir ja jetzt vergraben. Er hat genauso Zeug dabei, was wir nicht unbedingt mit ihm vergraben sollten. Und der Ochse. Mal bei dem nach. Ochse. Zinn sollten wir nicht vergraben, das tut den Boden vergiften, genauso wie die Kerzenstände und das Parfüm. Den Stoff können wir dort lassen.
Die Zungen sollten wir mitnehmen. Es wäre nämlich eine Schande, dass die Singvögel gestorben sind, um hier zu verrotten. So. Jetzt gehen wir zurück zum Meister Lauchelin und den Schärfen und noch die restlichen Fallen, wie die hier zum Beispiel. So. Jupp. Da ist noch eine Falle. Und hier ist noch eine Falle und dann war es das eigentlich. Da ist nur noch der Schatz. Autsch, fallenden Schärfen bis Lungen. Egal. Und jetzt zurück zum Meister Lauchelin. Das war also der Blutwolf. Naja, gut, dass er weg ist. Er war schon ziemlich gefährlich. Hätte ich ihn wahrscheinlich nicht ständig Fluch und Barum und listig find auf ihn gesprochen, hätte er mich ziemlich schnell fertig gemacht. Aber gut. Oh, bevor wir zu Meister Lauchelin gehen, sollten wir erstmal kurz ins Tagebuch gucken. Berichte Meister Lauchelin. Lauchelin wird erfreut sein zu hören, dass die Tiere keine Gefahr mehr von dem feinen Wald fürchten müssen und dass auch der Blutwolf nicht mehr seine Krankheit durch das Umland von Nadoret schleppen kann. Ja, das ist schon gut. Aber mich interessiert vielmehr der Brief, den wir gekriegt haben. Brief. Verzeiht, Verehrtester, durch einen unglücklichen Zufall wurden die Waren zu eurem und auch meinem Verdruss nicht rechtzeitig per Schiff zu euch geliefert. Ich bitte dies zu entschuldigen und schicke die angeforderten Dinge nun auf dem Landweg. Euer untertänigster Freund S.B. Also irgendein Schmuggler, der Sachen verschickt. Machen wir mal schnell das Inventar ein bisschen ordentlicher, indem wir unsere Kräuter, das Parfüm und so dorthin verschieben. Ja, die Bolzen können wir auch mal. Das zweite Fach, da liegen sie nicht rum hier. Der Rest ist alles zum Verkaufen. Feuerfliegen-Antidot brauchen wir ja jetzt nicht mehr. In der nächsten Zeit werden wir wahrscheinlich nicht gegen Feuerfliegen kämpfen. Ja. Aber jetzt zurück zum Meister Lauchelin. Durch die schöne Natur, wie oft ich das schon sage, wie schön ich die Grafik von dem Spiel hier finde, vor allem die Umgebungsgrafik, die Lichteffekte. Und das Gras ist so hoch, dass wir fast darin verschwinden, als kleiner Zwerg. So, ach Mist, das geht nicht, weil die Büsche unsichtbar werden. Das könnten wir uns mal in den Büschen verstecken. Aber nun zum Meister Lauchelin. Du kehrst ja, das zurück und bringst Zufriedenheit. Ja, das bin ich. Der Wolf ist weg. Ich konnte die Kreatur töten und den Wald von allen Fallen säubern. Du hast alle Aufgaben gemeistert und deine enge Bindung zum Lied des Waldes hat mich sehr beeindruckt. Dein Volk birgt viele Talente. Und wir haben Stufe 2 erreicht. Sehr schön. Bitte folge mir. Das tue ich doch gerne. Kommt her und zeigt euch. Versammlung der Tiere, sogar eine Katze im Baum. Eine sehr schöne Zwischensequenz. Die Tiere des Waldes danken dir für dein Gern geschehen. Ich möchte mich bei dir mit einem besonderen Geschenk. Oh, das ist aber nett. Du trägst einen interessanten Stecken bei dir. Gib ihn mir doch einen Moment. Ja, bitteschön. Wendel, Daru Mandra, Daru Lamia. Hier, nimm ihn zurück. Ich habe ihn gestärkt. So soll er dich auf deinem Weg schützen. Ah, danke schön. Wenn du meinen Rat brauchst, zögere nicht, mich aufzusuchen. Doch suchst du Unterweisung in der seltenen Kraft der Geoden, dann solltest du dich an Bruder Emmeran wenden. Er nennt sich auch Gesandter des Flusses. Den haben wir ja schon am Hafen kennengelernt. Ein ziemlich netter Zwerg, Zwergenbruder. Ja, möge dich die Urmutter segnen, Meister Lauchelin. So. Aber bevor wir hier weitermachen, speichern wir erst einmal wieder und machen einen kleinen Cut.
Also, bis gleich.